Wenn wir das schaffen wollen, müssen wir zu allem bereit sein. Selbst Teamarbeit mit dem SOE, den britischen Sondereinheiten. Es wird ein großes Ding. Muss wohl. Davis ist hier. Wir haben Informationen vom Widerstand über einen Zug der Deutschen mit V2-Raketen für einen Angriff auf Paris. Er macht Halt bei Argentan. Das gibt uns gerade genug Zeit, um unser Team in Stellung zu bringen. Wir müssen ihn stoppen. Nach Ihrer Leistung in Marigny können Sie nun zeigen, dass das kein Anfängerglück war. Danke, Sir, aber das ist ein Job für mehr als ein Platoon. Deshalb kriegen Sie Unterstützung vom SOE. Da war schon jemand fleißig. Keine Sorge, Lieutenant. Es ist noch genug für Sie da. Die Agenten Vivian und Crowley leiten die Operation. Sie helfen dem Widerstand schon seit Monaten und kennen das Gebiet. Folgen Sie ihnen. Waren Sie das in Marigny? Beeindruckend. Ach, das war nicht nur ich allein. Man tut, was man kann. Und das ziemlich gut, aber das war nur der Anfang. Hier, das ist kein gewöhnlicher deutscher Versorgungszug. Das ist eine rollende Festung. Unser Kontakt beim Widerstand Rousseau wird uns so gut wie möglich beistehen. Aber Angriffe auf ihr Netzwerk könnten dies verhindern. Das Schicksal von Paris liegt in Ihren Händen. Genau wie damals bei unserem Absprung über Vercors. Und mitten in diese Patrouille. Du bist so eine alte Romantikerin. Okay, da ist unser Ziel. Hey, das muss man den Deutschen einfach lassen. Genau nach Plan. Der größte Zug meines Lebens. Und die dickste Panzerung. Ist ein Panzerzug. Die Reichweite der V2 liegt bei 200 Meilen. Mehr als die Strecke nach Paris. Wir können nicht zulassen, dass sie startet. Da vorne bewegt sich was. Okay, Vivian und ich schalten sie aus. Turner, das ist ihr Zeichen vorzurücken. Denn jetzt, nach ihrer und Sassmans Einlage in Marigny, ist Feuer Unterstützung ihr Job. Okay, los geht's. Alle Mann unten bleiben. Schalldämpfer! Schalldämpfer? Ja, hab ich doch drauf. Den Scharfschützen ausschalten. Benutzen Sie das Messer, Daniels. Ja, mache ich. Hui. Gut gemacht, Daniels. Und jetzt den Offizier. Auf ihr Zeichen. Brillanter Schuss. Turner, nehmen Sie ein paar Männer und gehen Sie ums Haus. Daniels, bleiben Sie bei Crowley. Und weiter. Shh. Vorsicht. Gut gemacht. Bewegung. Der Scharfschütze gehört Ihnen, Daniels. Ah. Schon dran. Vorsicht! Langsam vorrücken. Die Frage ist, wo man am besten lang gehen soll. Oh. Graben. Was?
Oh nein. Oh, du sagst mir ja. Ja, gut. Okay, wir haben uns trotzdem gesehen. Du wirst es schaffen! Wir müssen hinter dem Zug her! Scheiße! Halte voraus! Feuer! Das schaffen wir nie! Das ist immer noch Zeit! Alle zum Zug! Pauli, der Zug fährt ab! Wir dürfen ihn nicht entkommen lassen! Nummer 1! Bewegung voraus! Jetzt in der Steuer!
Ich komme! Halt durch! Heilige Scheiße! Ist das echt passiert? Wir haben es geschafft! Das war für die Ewigkeit. Ich hoffe, Stiles hatte die Kamera. Vielleicht lässt Pearson uns für 5 Minuten in Ruhe. Achtung! Folgen Sie mir. Ich bringe Sie zu Ihrem Plateau. Tut mir leid. Wer zur Hölle sind Sie? Eine Freundin. Schnell jetzt. Schnell jetzt. Herr Wandkasten ist hier. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Hier! Hauptfresser und den Eisenbahnwaggons! Ich könnte Hilfe gebrauchen. Fang! Diese Männer gehören wohl zu Ihnen. Ah, das wäre dann Rousseau. Sie gehört zu Marquis, französische Resistance. Sie hat den Deutschen abgeknallt, der uns töten wollte. Ist es denn wirklich so schwer, sie erst zu verhören? So viele Umstände wären die doch nicht wert. Ich dachte, sie wären tot. Aber der Zug fährt nicht mehr. Das Ziel war, den Zug zu stoppen, nicht zu zerstören. Ja, tut mir leid, dass nicht alles nach Plan verlaufen ist, aber sehen wir es so. Wir haben soeben jeden verdammten deutschen Außenposten hier alarmiert. Also sollten wir weiter. Und zwar schnell. Zuerst beenden wir die Mission. Ist es nicht so, Major? Wir brauchen Hilfe beim Sichern von Informationen aus dem Wrack. Keine Ahnung wie, aber Sass und ich haben das Zugunglück überlebt und uns dann mit einer taffen Französin getroffen. Sie heißt Rousseau. Sie gehört zur Resistance und du wirst es nicht glauben. Aber wir mussten für sie das Wrack nach Papieren durchsuchen. Sie braucht sie für eine Mission in Paris. Und für uns hatte sie auch einen Job. Das mit dem Zug ist jetzt eine Woche her. Unser Platoon ist mitten in Paris und unterstützt die Resistance. Rousseau und Crowley planen, die Besatzungsmacht zu sabotieren. Es gilt, sie im Kern zu treffen. Wir haben Dokumente aus dem Zug erbeutet. Rousseau und ich infiltrieren als Nazi-Offiziere getarnt die Garnison. Hier lang, Gentlemen. Die Garnison untersteht SS und Polizeiführer Heinrich. Als er mich nicht fand, ergriff er meine Eltern. Dann meinen Mann. Und schließlich meinen Sohn. Heute Nacht
wird jeder Verlust, alles, wofür wir kämpfen, Sinn bekommen. Heute Nacht befreien wir unsere Stadt. Die Garnison. Unser Kontakt dort versorgt uns mit Sprengsätzen. Und wenn wir die Tore sprengen, ist das ihr Signal für den Vormarsch. Wir zählen auf sie. Okay, Männer. Legen wir los. Die Deutschen werden es uns nicht leicht machen. Wenn wir jemanden wie Pearson überleben, überleben wir alles. Ich war an seiner Seite in Kasserin. Wenige sind zu mutig. Es ist bald vorbei, mes amis. Aber zuerst betreten wir den Wolfsbau. Wir sehen uns da.